Hier siehst du eine Möglichkeit, die Zahl 37 darzustellen mit Rechenkästchen. Bei der 37 ist hier links eine 3 in der Zehnerstelle. Diese 3 steht also wirklich für 3 Zehner. Die siehst du hier unten. 1 mal 10, 2 mal 10 und 3 mal 10. 3 Zehner bzw. 30. Jede Säule hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kästchen. Nun, die 7 ist in der Einerstelle. Sie steht also für 7 Einer. Die habe ich hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du kannst also sagen, dass die 37, die ist genauso viel wie 3 Zehner, die schreibe ich hier mal in lila hin, 3 Zehner plus 7 Einer, 7 Einer. Nimm mal an, du wolltest jetzt etwas zu dieser 37 addieren. Was wären denn zum Beispiel, nehmen wir mal 37 plus, sagen wir mal, plus 2. Wie viele Zehner und wie viele Einer wären das zusammen? Schau mal, du addierst 2, also du addierst 2 Einer. Die male ich hier hin, 1 und 2. Schon fertig. Okay, jetzt hast du immer noch deine 3 Zehner, die schreibe ich hier für dich auf, also 3 Zehner, aber du hast jetzt eine andere Anzahl an Einern. Und zwar hast du jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Einer. Statt 7 hast du nur 9 Einer. 7 Einer plus 2 Einer ist gleich 9 Einer. Also das kommt hier wieder hin in Orange plus 9 Einer. Anders gesagt, die 37, ach, ich mache das mal lieber wieder untereinander, also 37 plus 2 ist gleich 3 Zehner, also eine 3 in der Zehnerstelle und 9 Einer. Also 9 in der Einerstelle, 39. Und das ist ganz genau, was du hier hast. Hier hast du die 30 und dann hast du hier die 9 Einer. Genau 39 Kästchen. Yeah!